Mahlzeit, Leute, hier sind wir wieder bei mir auf der Oberteil. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Müssen wir mal gucken, wo wir da sind. Gehen wir erstmal direkt runter zum Drescher. Der war da hier irgendwo, da ist er doch am Buddeln hier. Ne, am Fahren. So, müssen wir mal schauen. 29.000. Und die können wir weiterschicken. So. So, was haben wir sonst noch, was fahren muss? Dann haben wir den John Deere. Mal gucken, ob er den richtigen Dinges jetzt findet hier. Normalerweise müsste der richtig stehen. Ja, ich glaube, das passt. Ja, genau. So, dann haben wir den am Fahren. Was haben wir sonst am Fahren? Was war denn mit dem da? Ich glaube, der war fertig, ne? Ja, den hatten wir irgendwie. Was wollte ich denn? Was wollten wir denn hier sehen? Ich weiß es nicht mehr. Wir hatten jetzt zweimal Gerste. Zweimal Gerste. Meine ich, hätte ich es im Kopf gehabt. Gerste. Ja, ist zweimal. Was hat man denn gesagt? Zweimal wollte ich noch was anderes haben. Ich weiß ja nicht mehr was. Weizen. Ja, machen wir noch zweimal Weizen, würde ich sagen. Zweimal Weizen. Müssen da mal auf den grünen Zweig kommen. Wo ist es denn jetzt? Aha, da sind wir doch. So, der Kurs war drin, glaube ich. Ja. Seenfeld 31. Da steht alles da. Können wir den auch losschicken. Dann haben wir das nämlich auch am Fahren. Gut, dann haben wir das. Müssen wir jetzt mal schauen. Den Unimog müssen wir, glaube ich, jetzt wieder runterfahren. Aber wir könnten ja auch den M einnehmen. Aber den kann ich nicht auf Dingens fahren lassen. Naja, komm, fahren wir den jetzt erstmal runter hier. Fahren wir den jetzt ein bisschen was rüber. Oh, kommen wir hier rüber? Weiß ich gar nicht. Oh, ja. Ah, ja, passt. Glück gehabt. Lassen wir den erstmal hier stehen. Dauert ja noch ein bisschen, was der voll ist. Genau, so. Was haben wir denn sonst noch? Sollen wir hier schnell reingucken?
100.000 haben wir schon wieder drin. Da ist auch noch ein Restdings drin. Ja, hier fehlt Getreide. Müssen wir halt mal gucken, hat man denn noch was im Lager? Wir haben noch 70.000 Weizen. Erste 364.000. Ja, machen wir mal einmal voll hier. Und der Sack, guck mal, wie der läuft. Ja, guck mal, mit den jetzt leer hier. Reicht das jetzt? Dann reicht meine Unimog voll, das müssen wir das schnell bei den Hühnern reinkippen. Dann haben wir das auch. Ich glaube, da müsste jetzt alles reinpassen. Leer. Was fahren wir jetzt zum Saatgut? Ach, hätte da oben fahren können. Aber egal, kommen wir jetzt hier rum. Dünger mitnehmen, weil sie auch wieder fast voll. Geht man das oben rein. Guck mal, da ist wieder ein bisschen Platz drin. Nach oben. Ich glaube, dann haben wir da oben aber genug dann erstmal. Damit. So, dann gucken wir jetzt mal, wie da drin ist. Wie haben wir denn? 150.000, ja, das haben wir doch schon mal. Ein Anfang. Jetzt mal hier. Gehen wir mal gerade gucken, ob wir das Gras nochmal reinkriegen. Wo sind wir denn hier? Tatsächlich, wir kriegen das Gras nochmal rein. Dann gehen wir den Big M mal holen. Und fahren wir das nämlich nochmal rein. Muss doch zweimal geerntet in der Saison.
Machen wir den mal schnell hoch. So, und ich glaube, den haben wir dann noch im Frühjahr noch einen Schnitt und dann müssen wir wahrscheinlich das Ding umpflügen. Oder wir müssen mal gucken, wie viel Gras wir haben, könnte ich das jetzt schon umpflügen. Vielleicht noch eine weitere Fruchtart. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen Mais. Aber Soja bräuchte man auch mal. Na, müssen wir schauen. Kommt drauf an, wie viel Gras wir haben. Na, Sprit hat er noch genug drin. So, ich glaube, der Punkt war oben an der Straße. Fahren wir mal gerade hoch. Mähenfeld 16, steht immer noch drin. Pass und Punkt, arbeiten klar, gucken wir los her. Nein, er dreht natürlich, war ja klar. Er sollte in die Richtung fahren. Oh, drehen, 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 ja. Nein, 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 wo fährt er hin? Da soll's er nicht hin. Hier soll's lang fahren. Diese Richtung bitte. So. Na, jetzt hat er aber. Ja, das sieht doch gut aus. Können wir den jetzt auffahren lassen. So, gehen wir mal gucken, was der Drescher sagt. Und 74, dann müssen wir warten, bis der unten ist. Jetzt fahren wir gerade rüber. Und wenn er gleich zurückkommt. Ich muss hoffen, dass er bis hier noch hinkommt. So, mal gucken, ob wir nicht mal. Haben wir nicht eine vernünftige Presse? Was ist das denn da? Ach ja, das war der neue Kipper, ja. Presse. Wo haben wir die denn? Pressen, Ballentechnik, da haben wir doch. Das ist nüß. Ich meine, ich hätte da einen neuen Mod eingefügt, aber irgendwie will er nicht. Also hier ist er nicht drin. Gibt es da wieder was Separates? Was ist das denn hier? Ah, da sind sie doch. So, was haben wir denn hier? Das ist jetzt, weiß ich nicht. Das ist normaler Quaderballen. Und das ist ein Rundball, ne? Ja. Ich glaube, die konnte man nämlich ändern. 20.000. 12.000. Ja, 20.000. Ja, 20.000 Liter. Ja, das passt doch. Rundballen? Das ist die Frage. Den dann wickeln lassen oder nicht, weiß ich noch nicht. Ja, schauen wir mal. Das ist für Quaderballen und für Rundballen, ja. Okay, so, jetzt warten wir erstmal, bis der Drescher hier ist. Aber wir drehen mal bis nach unten. Bunkern wir den mal ab.
Einmal. Und zweimal. So, da kann er in Ruhe weiterfahren. Und wir schlittern uns jetzt wieder zum Punkt zum Fahren. Vom Feld geht ja noch, aber die Straße ist ziemlich wackelig. Alter Walter, er wollte hin. So, einmal. Hof, Silo, abkippen. Ein paar Mal. Vielleicht besser wie ich. So, wie sieht das mit denen aus hier? Die fahren ja noch. So, wo ist denn? Warte mal, jetzt müssen wir erstmal hier oben gucken. Ob ich hier oben nicht irgendwo. Gehen wir mal hier gucken. Hier, so rum. Hopp. Dann wollte ich schon wieder eigentlich auf, ne? Ob ich hier irgendwo. Dreckgeschichte in die Erdtropfenproduktion hinsetzen können. Mal gucken hier. Aber die sieht man ja gar nicht. Okay. Wieso kann ich die nicht setzen? Kann ich jetzt nicht verstehen, so ein bisschen. Die kann man ja auch hier hinsetzen, ne? War das nochmal? Groß ist die ja nicht, ne? Könnten die denn am besten setzen? Hier hinten haben wir noch ein bisschen. Ja, hier sieht gut aus, hier in der Ecke. Wenn wir dann hier hinsetzen. Hier haben wir genug für hier ranzufahren. Könnten es auch hier setzen. Ja, genau. Machen wir mal was höher. Der Baum. Ja, ich würde sagen, den würden wir hier jetzt setzen. Gucken, wie es aussieht. Irgendwie werden wir schon rankommen. So. Immer gesetzt. Gucken wir mal nach. Ja, sehr gut. So, einmal zum Erdhaufen. So. Oh, so weit, ne? Ist ja eigentlich nicht groß. So. Dann machen wir jetzt diesen hier. Die Frage, was haben wir denn jetzt hier? Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir, genau. So. Machen wir das hier weg. Das passt. So, sieht gut aus. Brauchen wir nicht viel dran zu machen, würde ich sagen. Jetzt mal gucken, wie man das Schlag mal hier wird. Dann wird der Trigger sein von vom Diesel. Jo, wir müssen gleich mal gucken, der andere ist da, dann fahren wir den jetzt nachher wieder runter. Einmal rauskippen hier.
Wird Zeit für Winter, dass wir wieder Zeug verkaufen können. Also, Motor sollte man ausstarten, ne? Dann werden wir nämlich zu dem Erdhaufen dann einen Kurs einfahren. So, den fahren wir jetzt nochmal runter. Dann gucken wir uns mal an, ob ich da nicht einen Punkt machen kann, da oben, wo der steht. Als Abfahrer. Nächste wäre dann eigentlich noch, müssen noch die Kompostanlage bauen. Was heißt bauen? Kaufen. Weil Stroh haben wir erstmal genug. Weil hier ist auch noch genug Stroh. Mal gucken, ob wir noch Gesetz kriegen. Glaube ich jetzt nochmal was verkaufen muss. Ich meine, die wäre aber nicht teuer gewesen. Jetzt gucken wir mal hier nach. Der Punkt hat nach oben. Also hier sieht schon mal gut aus. Kommen wir auf jeden Fall hoch. Ich glaube oben halt irgendwann am Ende an der Kreuzung. Hier war das. Hier fährt er nämlich noch geradeaus. Geradeaus, 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 geradeaus. Und hier irgendwann hört er nämlich auf. Da fährt er nämlich rechts. Wie weit habe ich denn hier gemacht, ey? Wie weit nach außen gegangen. Ja, hier. Und hier geht er nämlich geradeaus und dann ist Ende. Weiterfahren, was haben wir denn hier? Das ist Feld 20. Dann werden wir jetzt hier andocken. So. Einmal auf Aufnahme. So. Einmal drehen. Jetzt den Punkt machen. Ja. Fahrerfeld 21. Ab. F 21. Okay. So, dann fahren wir jetzt hier wieder weg. Und jetzt hier schräg ran. So. Einmal aus und einmal verbinden. Und weg. Und das war's eigentlich schon, ne? So, mal gucken, ob wir den jetzt gedreht kriegen hier. Dass der jetzt auch zu dem Punkt fährt. So, dann müssen wir jetzt mal hier unten einstellen. Hier soll den Drescher abfahren. Und das ist dann Abfahrerfeld. Was hat man jetzt gesagt? 21. Der soll am Hofsilo abkippen. Genau. Das machen wir weg. Und einmal Jummi geben hier. So. Dann wechseln wir mal zum Drescher. Der ist hier. Abfahrerfeld 23, Abfahrerfeld 21. So.
fährt auf jeden Fall da hinten rum, das ist schon mal günstig. Sind schnell, der brettert aber. So, was haben wir? 50%, ja, dann müsst ihr den schon fast rufen. Wenn wir den jetzt erstmal anhalten. Weil der dreht nämlich jetzt gleich wieder. Und dann fährt der arme Kerl wieder nur hinterher. Ein Teil hat er schon mal geladen. Dann gucken wir mal, ob er das jetzt gebacken kriegt hier einmal zum Drehen. Das hat nicht funktioniert. Der Unimog ist voll, aber der Hänger noch nicht. Ich glaube, ganz voll kriegt er den auch gar nicht. Oh, warum fährt der denn jetzt immer weg? Naja. Muss man weiterfahren. So, da unten ist immer fertig. Wir sind da fertig. Ah, der ist fertig, okay. Dann lassen wir. 10, 40, 30, fertig. Und der hat auch einiges hier stehen lassen. Warum lässt er denn hier so viel stehen? Warte, fahren wir erstmal hier ran. So. Die Ecke noch mit hier. Und noch 199. Sag gut drin. Das war knapp. Ein Prozent. So aussieht, ja, sieht wahrscheinlich auch so aus. Wahrscheinlich ein bisschen mehr bei mit mehr Deko-Gras hinmachen. Nicht jedes Mal hier rumfahren müssen. Wahrscheinlich bescheiden aus. Immer noch 196 müssen noch passen. Hat auch ein paar Stellen vergessen da unten. Obwohl ich auf scharf gestellt habe, verstehe ich nicht so ganz.
So, jetzt haben wir das kleine Stück da fertig gemacht. Jetzt fahren wir schnell zurück. Und dann ist die Folge leider schon wieder zu Ende. Wollen wir den noch tanken bzw. Saatgut holen? Und das nächste Mal werden wir dann in diese Runden holen. Ich glaube, die wird wahrscheinlich schon unten stehen. Nehmen wir dann die Produktion von Erden in Angriff. Damit das bis zum Winter noch was laufen kann. Will ich hoffen, dass wir dann gut was verdienen, damit wir wenigstens die Gartenhäuser setzen können. Ich meine, der wäre mal schneller gewesen. Ja, und beim nächsten Mal, wenn wir mal gucken, was für eine Presse wir kaufen, kann man nämlich da automatisch nochmal drüber fahren lassen, ob es Gras oder Stroh. Müssen wir mal gucken. So, einmal Klappe auf und da fährt er ja schon wieder. Hat er funktioniert. So, einmal Saatgut, genau. Da waren 129.000 nur drin. Wo hat man eben was reingekippt haben? In der Produktion. Ne, ein Stück zurück. So, Klappe zu. Den machen wir aus. Gut, dann sind wir am Ende der Folge. Und nächstes Mal sehen wir uns hier wieder. Wenn es wieder heißt, Neuser Supertal. Ciao.